So, jetzt sind wir im dritten Teil. Wir haben gerade die Bonuswelt abgeschlossen und gehen jetzt hier denselben Weg nochmal lang. Scheiß Käfer, die gehen mir auf den Sack. Und sind auch schon kurz vor dem letzten Schlüssel. Also das erste Level müsste eigentlich bald abgeschlossen sein. Wir haben immer noch unsere kleine HP-Pumpe, das heißt, wir können immer noch gut einstecken, genau. Und jetzt frage ich mich gerade, wo muss ich denn hin? Wie sind jetzt hier die Leiter hoch? Die kommen von da oben, also da muss ich denke ich auch hin. Frag mich. Woran? Da komme ich nicht hoch. Ich habe mich schon gewundert, was die ganze Zeit hier so trampelt. Ah! Leider übersehen. Okay. Und da müssen wir am Ende hin. Ich denke mal, da müssen wir irgendeinen Schalter aktivieren. Aber ihr seht schon, wir spielen jetzt an dem Level, auch wenn wir gut vorankommen, schon eine gute halbe Stunde, ne? Also, Achso, Turok überlebt sowas. Okay. Also das heißt, man braucht für ein Level schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und ich hatte das Spiel immer so in Erinnerung. Oh. Hoppala. Naja, man muss halt mit der alten Engine leben können, ne? Wenn man da neue Effekte hinzufügt. Ach, guck mal einer an. Was ist das denn? Na gut. Irgendwas ist ja immer. Das sieht ja aus, als wenn ich. Ey, das war damals so genial, dieser Wasserfall. Der sieht jetzt so kacke aus. Na gut. Was wollte ich sagen? Also man braucht auf jeden Fall schon eine Dreiviertelstunde, Stunde. Aber es macht es der Übersicht nicht einfacher, dass sich jetzt hier alles spiegelt. Ich dachte mal, das Wasser ist überhaupt nicht mehr durchsichtig, offensichtlich. Weil ihr seht ja, man springt ja hier nur so ein. Oh, noch eine Bonuswelt. Mann, jetzt geht's aber weg. Ach nee. Die hatten wir doch schon. Übrigens, wenn ich da unten reinspringe, dann werde ich wieder ans Level Anfang versetzt. Das heißt, das sollte man vermeiden. Aber die hatten wir doch schon, oder? Macht man hier Bonuswelten doppelt? Das wäre mir neu. Aber ich glaube schon. Anscheinend schon. Nun gut. Dann hatten wir auf jeden Fall Gelegenheit, noch eine Bonuswelt wieder nachzuholen. Ja, okay. Dann gehen wir gleich wieder raus auf den direkten Weg. Das Problem ist, so schön die Effekte hier auch sind mit den Spiegelungen, man kann halt schwer abschätzen, wie tief man ist, ne? Na, jetzt muss ich hier erst wieder auf den Flachen springen. Okay. So, okay, jetzt geht's weiter. Aber ansonsten finde ich es schon gut, dass man sowas noch machen kann. So eine Effekte da einbauen, so zusätzliche Shader. Und wir haben den letzten Schlüssel. Wir haben den letzten Schlüssel. Und müssten uns dann so langsam, aber sicher, dem alle Schlüssel in diesem Level gefunden. Yes! Müssten uns dann so langsam, aber sicher dem Ende nähern. Jo, das sieht gut aus. Da kommt nochmal so ein Zwischenboss. Dann holen wir nochmal die Tech-Pfeile raus. Und das war's. So. Jo. Sehr schön. Und damit sind wir in unserem besagten Zentrum
Und zwar können wir die Level so ein bisschen in beliebiger Reihenfolge dann absuchen. Ne? Wir öffnen jetzt die Portale mit den Keys, die wir gerade eingesammelt haben. Also mit diesen Dreiecken. Unterschiedliche Level brauchen unterschiedlich viele Keys. Ich gucke hier bloß mal die Ecken ab. Boah, nö. Alles gut. Und ich würde sagen, wir machen das ganz nach Reihenfolge. Und die Affen flüchten vor uns. Oh. Und schwupps, sind sie weg. Oh! Die Bäume sind aber dieses Mal zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Originalfassung auch so ist. Na, wir gucken mal. So, wir gehen hier erstmal dahinter. Da kann ich mich noch lasch dran erinnern, dass hier doch ein kleines Bonus war. Genau. Also, ja, da sieht man mal wieder, 3D-Grafik altert schneller als 2D-Grafik. Aber es hat trotzdem immer noch seinen Charme, das Spiel, finde ich. Und das, die neueren Teile, dieses Reboot, was wir da irgendwie 2008 hatten oder so, kann er nun bei weitem nicht mithalten. Verrecke! Und ich wurde darauf hingewiesen, dass diese Wand, die es da im ersten Level gab, die ich die ganze Zeit gesucht habe, wo es hochging, rausgenommen wurde aus dem Spiel, um noch so ein paar Sachen zu optimieren. Im Originalspiel nämlich, wenn ihr die Wand da hochgelaufen seid, habt ihr schon den ersten Gegner mit einer Laserkanone gesehen. Und es gab schon eine automatische Schrotflinte, also nicht die hier Einzelschüsse abgibt, sondern eine mit so einem richtigen Magazin. Und ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass denn doch noch so eine gravierende Änderung gemacht wurde fürs Remaster. Aber gut, so ist das. Ich habe übrigens gesehen, man kann den Schwierigkeitsgrad bestellen. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das dann mache. Oder nicht, das werde ich noch überlegen. Da drüben haben wir eine Bonuswelt, da gehen wir gleich mal rein. Oh. Okay. Den da in der Mitte brauche ich nicht einsammeln, weil ich habe schon genug Lebensmagie. Den kriege ich nicht. Deswegen sammeln wir hier mal nur schön die Dreiecke ein und verlassen den ganzen Kladderadatsch wieder. Und gehen mal in dieses Portal. Komm, guck mal, was da beim Hauptboss. Ding dong. Ah! Extra Life! Zehner! Okay, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Da drüben ist irgendwas. Aber. Ah, okay, ich sehe von hier das Portal, wo wir gerade reingegangen sind. Dann springe ich hier einfach mal wieder elegant runter. Nee, nochmal wollen wir nicht in die Bonuswelt. Und ich glaube. Oh, Mann. Die größten Feinde sind hier echt die Sprünge in Turok. Weil wenn man hier abstürzt, verliert man sofort ein Leben. Und wird dann wieder am Checkpoint zurückgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man keinen Checkpoint hat. Aber es kann sein, dass man dann wieder in diese Portalauswahl kommt und dann das ganze Level nochmal neu starten muss. Okay, haben wir aber geschafft. Souverän gemeistert. Hier haben wir noch ein paar Lebenspunkte. Sehr schön. Mittlerweile hat ja auch GameStar den Test dazu veröffentlicht, hat den ganzen 55 Punkte gegeben. Ja, ich sag mal nach heutigen Standards, klar, grafisch, soundtechnisch ist das hier natürlich Quark, ne? Aber ich sag mal für alle die das Spiel damals gespielt haben und das Spiel mit der Nostalgiebrille sehen können, ist das natürlich der Hammer, ja? Weil das hier ist einfach Turok in Reinkultur. Und es soll ja auch das Remaster vom zweiten Teil kommen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil der war natürlich nochmal um einiges krasser.
Und ja, gucken wir einfach mal. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ja, Kollegen, ja. Großen Auftritt gehabt, ja. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie sie das denn machen. Und Turok 3 sehe ich erstmal nicht. Das hatte ich ja im ersten Video gesagt, dass ich hoffe, dass das kommt. Oder im zweiten Video. Denke ich aber nicht, weil das gab es exklusiv nur fürs N64. Es kam nie eine PC-Version. Und das hier, denke ich mal, basiert voll und ganz auf der PC-Version, die dann rauskam. Oh, sind ja noch welche. Ja, für die übersehen. Boah, Alter, jetzt werden sie aber fies. Wir holen uns erstmal noch Schrotflintenmunition. Und was, was ein bisschen weiter reicht. Und zwar die AK. Okay. Und damit haben wir den auch erledigt. Hier wieder sehr schön mit den Reflexionen. Ah, die respawnen schon, die respawnen schon. Ich gucke hier nur noch jetzt mal durch, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich doch Magazine für die Pistole. Die nehmen wir noch mit. So, und dann heißt es jetzt wohl ab durchs Wasser, würde ich sagen. Ja. Ah, guck mal, die Dreiecke, die sieht man, aber leider nicht so, was unter Wasser abgeht. Ah, der Wasserfall. Grafisches Highlight, anno 1997. Übrigens, diesen Nebel des Todes, den ihr seht, der war auf N64 noch viel größer. Noch viel näher dran. Ne? Also, da hatte man den schon so 2 Meter vor der Schnauze. Und Turok ist das Gute, hat unendlich Luft. Wir gucken hier mal rein. Okay, hier haben wir einen Scooter. Und kommen offensichtlich in einer geheimen Höhle raus. Ich gehe mal davon aus, dass hier wieder so ein Mistviecher sein werden. Alter, die halten aber schon mehr aus. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, ey, da draußen. Auf jeden Fall haben wir hier eine Bonuswelt und dahinter den Schlüssel. Wir gehen erstmal in die Bonuswelt, gucken mal, was uns da erwartet. Sammeln natürlich die Lebenspunkte erstmal ein. Und dann gucken wir mal. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass mir hier gleich irgendwas passiert. Okay. Und durch da. Oh nein. Oh, ich bin so doof, ey. Mann. Ey. Komm. Gib Gas. Wir haben noch 2 Minuten. Alter! In der Zeit müssen wir diese Bonuswelt schaffen. Damit wir hier schon mal raus sind und dann schon uns noch den Schlüssel packen können. Und durch da, und durch da, und durch da, und durch da. Ja! Und das Krasse ist, dieses Spiel hat manchmal tatsächlich Frame Drops. Unglaublich, aber wahr. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Es ist, wird ja nicht unspielbar oder so. Oh, ich habe ein bisschen Angst, ne? Ah, geschafft. Yes! Oh, yeah, Turok! Ey, raus hier. Arschloch. So, und wir holen uns den Schlüssel. Also sind wir hier ganz richtig gewesen. Den Level 4 Schlüssel. Und hier geht's runter zu einem Dorf. Und das wird auch der Teich sein, wo wir da wieder drin waren, ich glaube. Ja, wir gehen hier einfach mal runter. Und ich würde sagen, mit Betreten des Dorfes verlassen wir diesen Part hier und sehen uns zu
zum Teil 4. Danke fürs Einschalten.